Die MTH Retail Group vertreibt über die Handelsketten Libro und Pagro Waren aus den Sortimentsbereichen Papier- und Schreibwaren, Bürozubehör, Buch, Technik, Tonträger und Home Entertainment. Das zentrale Distributionszentrum befindet sich in Müllendorf nahe der ungarischen Grenze. Ein automatisches Hochregallager mit 18.000 Palettenstellplätzen und diversen Kommissionieroptionen. Für uns war die Umsetzung dieses Konzeptes wichtig, weil es uns die höchste Flexibilität erlaubt, sehr breite Sortimente abzuwickeln und auch die Ressourcen flexibel einzuteilen. Realisiert wurde die Lösung von Kardex Mlog als Generalunternehmer. Täglich müssen von hier rund 170 der insgesamt 385 Filialen von Libro und Pagro beliefert werden. Die breite und ständig wechselnde Angebotspalette reicht vom Radiergummi über Blumenvasen bis hin zum Kopierpapier. Die große Herausforderung war, dieses breite Sortiment mit 15.000 lagernden Artikeln, mit täglich Zehntausender Tagesartikeln über eine Sortieranlage zu verteilen, mit unterschiedlichsten Kupaturen. Für jeden Artikel kann die geeignete Kommissionierstrategie individuell definiert werden. Das 13-gassige Hochregallager ist dabei die einzige Konstante, an der kein Artikel vorbeikommt. Jede angelieferte Palette wird im ersten Schritt per Handscanner registriert, geprüft und danach auf einen der vier Einlagerungsstiche gesetzt. Von dort geht es vollautomatisch über Rollbahnen und einen Kardex Mlog Doppelverteilerwagen direkt zu einer der Lagergassen. Dort werden die Paletten von einem Kardex Mlog Regalbediengerät vom Typ M-Twin in Empfang genommen. Beim Auslagern werden je nach Produktart und Aufkommen entweder manuell kommissionierte Teilmengen oder ganze Paletten aus dem Hochregal gefahren. Je nach Artikel und der im Datensatz hinterlegten Kommissionierstrategie trennen sich erst hier die Wege der Waren. Zur Wahl steht eine nach wie vor manuelle Zuordnung oder eine Put-to-Light-Kommissionierung. Hier werden die bestellten Einzelartikel auf kleine Kunststoffwannen verteilt, die per Fördertechnik mit den anderen Teilen der Bestellung zusammengeführt werden. Der weitaus größte Teil der Produkte wandert jedoch auf einen der zwei Quergutsorter mit 440 Abwurfstellen. Dabei werden die Sorter entweder manuell oder automatisch mit Waren versorgt. Vollautomatische Entstapler sorgen in Verbindung mit Gurtförderern und Etikettiermaschinen von SRD für eine schnelle Vereinzelung und Zuordnung von DVDs und Büchern. Die von Interroll gelieferten Sorter können bei einer Fehlerquote von nur 0,2% 20.000 Kolli pro Stunde verarbeiten. MTH steigerte mit der neuen Technik aber nicht nur die Qualität, sondern auch den Service. Die neu geschaffenen Prozesse ermöglichen jetzt eine filialgerechte Kommissionierung bei einer um rund 30% gestiegenen Produktivität. Und wie läuft die Zusammenarbeit? Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Mlog gemacht, im Tagesgeschäft sehr kompetent, sehr kurze Informationsflüsse und sehr kompetente Feedbacks und rasche Feedbacks, was heutzutage sehr wichtig ist.